Jo, was geht ab, meine lieben Freunde? Euer Benjo hier und herzlich willkommen zum 23. The Last of Us Remastered Let's Play hier auf meinem Kanal Benjo Banjobi. Ja, letztes Mal, ich muss zum letzten Mal eigentlich gar nichts sagen. Also, wer die Folge gesehen hat, weiß alles. Und wer sie nicht gesehen hat, sofort zum 22. Let's Play gehen. Ich kann es euch auch gerne noch unten verlinken. Falls ich es vergesse, nehmt es mir nicht übel, geht einfach in meinen Kanal. Die Videos sind alle schön an der Reihe nach sortiert und dann geht ihr aufs letzte Video und ihr müsst auch einfach reinziehen, was dort passiert ist, weil das darf man nicht verpasst haben. Und mehr muss ich dazu gar nicht sagen. Wir sind hier mit Ellie unterwegs, das sagt ja alles schon. Ja, und los geht's, würde ich sagen. Wo bist du? Wir sind hier gerade einem Hirsch. Ein Hirsch am Jagen, genau. Dort drüben ist er. Und jetzt müssen wir diesen Hirsch fangen. Oha, ich muss schnell die Barrierefreiheit. Ich habe vorhin mit einem Freund von mir Battlefield gezockt und habe die Tastenanweisung natürlich geändert, weil ich immer mit R1 und L1 schieße. Und ich glaube, ich habe auf diesem Controller auch nicht mehr so viel Akku. Aber ja, sollte knapp reichen, ne? Wir haben jetzt Winter, wie ihr seht. Ich muss hier das Mikrofon noch ein bisschen mehr zu mir nehmen. So, wir haben Winter, wie ihr seht. Und ja. Das ist eigentlich das Einzige. Und mein Mikrofonständer macht ein bisschen blödes Zeugs. Gib acht, Ellie. Das sinkt immer weiter nach unten. Jetzt muss ich hier schauen, wie ich zu diesem Hirsch komme. Das heißt, ich muss mich hier gezielt dem Hirsch annähern. Dort hinten ist er. Ich weiß nicht genau, wie weit das Ellie schießen kann. Das werden wir jetzt dann gleich rausfinden. Es wird jetzt ganz spannend zu sehen. Ab wann hört uns der Hirsch? Ich muss leiser sein. Willst du mich verarschen? Das hat er gehört? Come on, Hirsch. Oder ist das Ziel der Mission, dass man den Hirsch am Anfang gar nicht kriegen kann? Ich weiß es eben nicht. Ich glaube, Ellie kann schon ziemlich weit schießen. Okay, noch ein bisschen näher können wir gehen. Hoffe ich jetzt einfach mal. Weil so weit können wir nicht schießen. Jetzt muss ich wirklich leise sein. Noch ein bisschen. Oh oh. Komm jetzt. Ja, den haben wir. Den haben wir. Perfect Hit. Richtig schön hier in die Brustzone, respektive in die Herzzone, wie man es sagen würde. Und ja, jetzt ist es ein leichtes, den Hirsch zu finden, weil jetzt blutet er natürlich alles voll. Vielleicht haben wir ihn ja auch schon erlegt. Vielleicht reicht ein Schuss. Könnte theoretisch vielleicht sogar schon gereicht haben. Pass auf, Ellie. Wir müssen ihm vielleicht noch einen zweiten Schuss geben. Andererseits, wie lange überlebt er es mit einem Pfeil in der Brust? Dort unten ist er. Ja, wie lange überlebst du das denn? Das hat er jetzt nicht gehört, oder? Schaut umher, verblutet dort unten. Und den holen wir uns jetzt.
Nee, das hast du jetzt aber nicht gehört. Alter, der Hirsch hört gut. Aber klar, im echten Leben ist es auch so. Jäger unter euch werden es kennen. Tiere sind verdammt feinhörig. Oder Sich hellhörig. bewegen. Ja, den haben wir auch. Mann. So, wenn das jetzt nicht gereicht hat, dann weiß ich es ja auch nicht. So eine richtige Hirschjagd. Das Spiel kann aber auch gut mal ein bisschen Tempo rausnehmen, weil was in der letzten Folge passiert ist, war so viel Tempo, dass man jetzt gut und gerne ein bisschen Tempo rausnehmen kann. Also das schadet dem Spiel definitiv nicht. Und von daher finde ich das sehr, sehr gut eingesetzt, diese kurze, stille Part. Jetzt muss ich nur schnell schauen, wo der Hirsch ist. Okay, hier enden die Blutspuren. Bin ich dumm? Oder ist jetzt wieder nach oben gegangen? Alter. Der kann doch nicht hier raufgegangen sein. Ich meine, der ist hier durch. Blutspur, Blutspur, Blutspur. Dann hier alles voller Blutspuren. Ah. Der ist hier nach oben gegangen, klar. Das wird vom Spiel Wieso natürlich. lebst du noch? Ja, warum lebst du noch? Verdammt. Das frage ich mich ehrlich gesagt auch, warum das der Typ noch lebt oder der Hirsch. Ist ja kein Typ. Irgendwie nervt mich das. Der sinkt doch leicht ab. Oder meine ich das nur? Ich weiß eben auch nicht. Vorhin ist er nämlich ganz kurz abgesunken, der Mikrofonständer. Ich weiß nicht, wie lange das Teil noch hält. War jetzt auch nicht der teuerste. Ah, der Hirsch will uns natürlich hier nach hinten bringen. Willst du mich Was ist das verarschen? für ein Ort? Wo ist unser Freund hier hingegangen? Also, alles ist okay. Ah, mit dir kann man auch craften, Das gut ist zu nur ein wissen. ganz gewöhnlicher Ort. Ja, cool. Kommen wir wieder in so Sammelgebiete. Das mache ich natürlich so. So, ist bequemer für mich. Da kann ich einfach geradeaus reden. Ansonsten muss ich mich immer so ein bisschen nach unten beugen. Ein Comic. Unsicherheit. Yes. Ah, die hätte man. Ah, die Comics hätten wir natürlich alle ansehen können, oder wie? Nee, doch nicht. Okay, kein Problem. Active Mine Area. Das erinnert mich an Until Dawn, wenn ich ehrlich bin. Und hier liegt unser Freund. Wer ist da? Oha. Komm raus! Hallo. Wir wollen nur reden. Eine falsche Bewegung, das hier geht ganz böse ins Auge. Das gilt auch für dich, Sportfreund. Was wollt ihr? Der sinkt ab. Ich bin David. Das hier ist mein Freund James. Wir sind eine sehr große Gruppe. Frauen, Kinder. Und wir haben alle großen Hunger. Wie bei mir. Frauen und Kinder. Und alle haben viel Hunger. Tja, vielleicht können wir dir was für das Fleisch da geben. Was brauchst du? Waffen, Kugeln, Kleidung. Medizin. Medicine Hast du vielleicht Man. Antibiotika? Oh ja. Im Lager. Du kannst mit uns Ich kommen gehe und. nirgendwo mit euch hin. Dein schweigsamer Freund da kann sie holen. Wenn er damit wiederkommt, gehört das Fleisch euch.
wenn jemand anders kommt... Dann geht das ganz böse ins Auge. Genau. Ja, ich glaube, ich bilde mir das nicht ein. Spritze und beeil dich. Geh schon. Das Gewehr nehme ich. Na klar. Jetzt zurück. Das wird ein bisschen dauern. Wollen wir uns vielleicht da hinten unterstellen? Dann nimm ihn mit. Na also. Und schnell ein Feuer gemacht. Oh, nice. Nice. Du solltest wirklich nicht allein hier draußen sein. Ich mag's, wenn ich allein bin. Verstehe. Wie heißt du? Warum? Okay, ich verstehe, es ist nicht leicht, ein paar Fremden zu vertrauen. Und der Verletzte, du machst dir große Sorgen. Es wird bestimmt alles gut. Hoffen wir's. Oh nein. Zombies. Klicker. Du hast noch eine Waffe? Oha. Sorry. Okay, ich hätte jetzt wirklich gern mein Gewehr zurück. Nein, du hast eine Pistole. Ich hoffe, du kannst damit umgehen. Ist nicht mein erstes Mal. Yes. Wir dürfen sie auf keinen Fall reinlassen. Hoffentlich finden sie nicht. Bewacht die Fenster! Okay. Okay, jetzt kommt so ein Hordenmodus. Oh shit. Ich kenne das schon. Ey, nein. Guter Schuss, Kleine. Infiziert doch gar nicht. Alter. Der Treffer hat einfach gar nichts, ne? Ey, wenn ich mal was treffen würde, wäre es ja richtig nice, ne? Aber Ellie hat ein geiles, wie sagt man? Du hattest recht. Du kannst mit dem Ding besser schießen als ich. Nicht wirklich, nein. Hilf mir mal. Ich kann mit dem Ding gar nicht umgehen, aber wenn er das so sagt, ist er ein lieber Kerl, ne? Oh mein Gott. Da, rechts! Oh. Ja, das war jetzt gut. Immerhin einmal. Ich höre, dieser Mikrofonständer regt mich gerade so auf. Tut mir leid, Leute. Das solltet ihr nicht gerade nicht mitbekommen, aber... Oh, shit. So, Klicker ist tot. Oh, mein Gott. Aber dieses Messer, das die hat, das ist richtig geil. Ich feiere das. Oh, mein Gott. Ich muss unbedingt ein Medikit nehmen. So, jetzt lad mal die Waffe nach, bitte. Ey, aber das gibt's doch nicht. Ich brauche Hilfe! Ich komme. Verdammt. Ey, die Typen kommen so krass schnell. Warum wackel ich immer so? Das gibt's doch gar nicht. Ja, ich schaff's nicht. Ich bin zu blöde. Sorry, ich bin zu blöde, um das Spiel zu spielen. Es tut mir echt leid, Leute.
Also es gibt's nicht. Erstens mal dieser Mikrofonständer geht mir so auf die Eier, weil er immer nach unten geht. Das macht mich so richtig aggressiv gerade. Das muss doch jetzt nicht sein. Da kommt meine ganze Menge auf uns zu. Ja, ich sehe sie. So, ich schieße jetzt einfach nicht mehr in den Kopf, sondern überall hin. Regel Nummer 1, schieß einfach überall hin. Und Regel Nummer 2, kauft ihm einen Mikrofonständer. So schnell wie es geht. Das gibt's doch gar nicht. Ey, ich bin schon wieder fast tot, ne? Zu krass. Alter, schlitzt die doch, Mann. Da hat man auch fast keine Medikits. Man hat einfach fast keine Medikits. Wirklich, das mit dem Mikrofonständer macht mich gerade richtig... Wie soll ich sagen? Es ärgert mich einfach tierisch, weil ja, das Mikrofon sinkt langsam ab. Und ich merke das hier so. Und ich bewege das Mikrofon nicht mal. Es ist einfach zu schwer irgendwie. Jesus, wir müssen hier raus. Und das nervt mich gerade. Es kommt bei euch sicher jetzt auch so ein bisschen aggressiv rüber. Es tut mir echt leid, aber mich stört das, wenn ich dann nach unten reden muss. Ich muss nachher schnell das Video cutten. Aber ja. So ein Glück. Hey, wirklich, Medizin habe ich halt einfach gar keine. Okay. So. Da sind wir wieder. Na toll. Ja, ein Lebenspaket wäre mal richtig nice. Warte, hier kann man sich auch noch rein. Und hier liegt ziemlich viel Zeugs. Das ist richtig nice. Ich habe natürlich zu wenig Alkohol. Mit Joel hatte ich nie zu wenig. Und hier mit Ellie habe ich einfach von allem zu wenig. Das ist schon krass. Alles in Ordnung? Du musst dir um mich keine Sorgen machen. Okay. Folge mir. Und pass auf. Scheiße. Wir sind tot. Wir haben so wenig Leben. Alles klar? Ist okay. Mehr Blicker. Verschwinde da! Aber es sind nur Klicker zum Glück. Verdammt, aber es sind ziemlich viele Klicker. Am besten bleibt man ruhig. So, jetzt kann ich mir sicher mal ein Medikit basteln. Nice, und das kann ich jetzt auch gleich einsetzen. Perfekt. So. Mich eigentlich jeglichem Konflikt entziehen, soweit das möglich ist halt. Weil ich glaube, sie könnte gar nicht gegen die Klicker kämpfen, vielleicht irre ich mich jetzt hier auch total. Kann ja sein. Okay, da wo ich durch wollte, ist nicht genau das, was ich... Also das war jetzt nicht genau mein Ziel. Oh mein Gott. Hey, aber ohne Witz, Mann. Oh.
Ey, es geht mir gerade richtig auf die Eier. Sorry. Ich fühle mich echt gerade ein bisschen verarscht von dem Spiel. Es lässt mich halt einfach kalt im Stich. Okay, ich gehe nochmal dorthin, wo ich vorhin gekommen bin. Und dann gehe ich aber einen anderen Weg. Ich nehme hier nochmal die Ressourcen. Dann baue ich mir zuerst mal ein Medikit. Dann konsumiere ich dieses Medikit. Und dann habe ich ja auch noch Pfeil und Bogen. Mit dem kann Ellie ja ziemlich gut umgehen. Und ich glaube, mit dem hat man auch One-Hit-Kills. Auf sicher. Okay, keine One-Hit-Kills, aber zumindest fast. Das ist auf jeden Fall schon mal gut. Aber ansonsten findet man hier unten, glaube ich, eh nichts. Ah, eine Leiter. Okay, das ist gar nicht so eine schlechte Idee gewesen, hier nach unten zu gehen. Oh shit. Oh shit. Alles klar? Oh, da bist du ja. Guter Treffer. Guter Treffer. Und da rennt hier einfach. Ja, dann renne ich auch. Das war knapp. Wir müssen da hoch. Okay, ich komme gleich. Ich bin mir nur nicht ganz so sicher. Hier kann man nichts finden, hä? Also gut. Wohin willst du ganz genau? Ich habe vorhin nicht geschaut. Willst du hier rauf? Ah, easy. Komm her, hilf mir rauf. Jetzt können wir mal nach oben gehen. Bisher mussten wir immer ja dann los. Ellie den Vortritt lassen. Respektive jetzt sind wir ja Ellie, deswegen müssen wir ihr nicht den Vortritt lassen. Wir haben den Vortritt. Wir haben den Passierschein sozusagen. Finde ich cool. Kann man nehmen. Schon klar. Schon klar, oder? Schon klar. Kennt ihr diese eine Szene aus Tim Millers, dieser Film? Wo der eine Typ den anderen fragt. Also respektive der Vater fragt den Freund seiner angeblichen Tochter, ob er wirklich gar nichts bereut oder irgendwie so. Oh nein, stimmt nicht. Und dann kommt ja dieser angebliche Freund der Tochter und dann, als er ihn einfach so ausfragt, sagt der Typ immer so, schon klar, oder? Hey, ich bin Billy James, schon klar, oder? Und das ist so eine Szene und dann tätowiert er sich eben hier so No Regrets drauf. Und er schreibt das aber falsch. Und No Regrets heißt ja, ich bereue nichts oder keine Reue. Und dann fragt ihn der Typ, bereust du wirklich gar nichts? Und dann sagt er nein. Und dann sagt er, nicht mal ein A für ein E, das kennt ihr sicher, weil er es falsch geschrieben hat, bereust du wirklich gar nichts? Nicht mal ein A für ein E, so im Sinn von, du hast deine Tätowierung falsch geschrieben. Bräuchst du nicht mal das? So, what the fuck? Aber es ist eine witzige Szene. Der Film finde ich auch ziemlich witzig. Ist jetzt kein Meisterwerk, klar. Aber für die Komödiensparte hat es meine... Ich sag mal, ich habe gut gelacht bei dem Film. Als ich ihn das erste Mal gesehen habe, vor allem... Klar, man kann ihn nicht so oft schauen, aber ich finde ihn wirklich nicht schlecht. Habe also schon schlechtere Komödien gesehen. Okay. Bitteschön. Ich weiß nicht, ob ich das überhaupt sagen durfte oder ob das jetzt schon unter Werbung geht. Ich finde, das sollte noch durchgehen eigentlich. Aber ja. Jetzt hoffe ich, dieser blöde Mikrofonständer hält endlich. Ich glaube, jetzt war es nicht schlecht, die letzten paar Male. Läuft ganz gut. Also ich hoffe, er sinkt jetzt nicht wieder. Aber wir werden sehen. Durch die Tür. Durch die Tür. Wir müssen hier irgendwie raus. Lass uns
auf, was du sagst. Okay, alter Mann. Sie nennt ihn alter Mann. Sie bewegt sich aber auch auf ziemlich dünnem Eis. Muss mal was craften wieder. So, jetzt habe ich ein bisschen von allem etwas. Verdammt. Sie hat übrigens eine coole Knarre. Eine, die wir nicht haben. Ah, das ist, glaube ich, die Ellie-Knarre, die sie schon immer hatte. Aber die sieht irgendwie cooler aus auf dem Bild als unsere. Mann! Sieht aus, als hätte schon jemand gegen sie verloren. Oh Gott. Wir haben diese Jungs gesucht. Verdammt. Die sind noch frisch. Nimm die Ausrüstung. Ich suche nach einem Ausgang. Jetzt finden wir hier überall Zeugs. Ist ja geil. Voll der Munitionierungsposten. Ich kann nicht mehr richtig reden. Was läuft? So. Schau dich nach nützlichen Sachen um. Ja, ich bin gerade dabei. Ja. Siehst du was? Es ist eine Sackgasse. Was haben sie hier bloß gemacht? Was machen wir jetzt? Haben wir eine andere Wahl? Bereit machen. Okay, die kommen. So. Hey, warum treffe ich nichts? So, nachladen, Ellie, aber so schnell wie es geht. Ah, dann trifft er ihn genau. Ich weiß. Ich gehe hier mal ein bisschen Munition holen. Das ist zwar purer Selbstmord, aber was soll's. Oh shit. Junge, wenn du immer gleich schlägst, treffe ich auch nichts, ne? Nein. Nein. Schön. Gutes Tag Team. Hey, warum? Der Typ ist dir zum Teil mehr im Weg, als dass er mir hilft. Zum Glück ist dieses scheiß Gewehr so stark. Aber schau, jetzt ist er auch wieder im Weg gewesen. Dann schlitze ich ihn halt auf. Danke. Das Gefühl habe ich aber nicht. Ja, ich irgendwie auch nicht. Von wo kommen die? Wie viele von denen gibt es denn? Keine Ahnung. Alter. So, den habe ich. Dieses Gewehr ist wirklich übel stark. Sheesh. Aber weißt du, ihn sieht sie natürlich nicht. Die Klickerbraut. Ein Bloater! Ein was? Einer von den großen Scheißkerlen! Mit einem Molotow ist er sicher nicht tot, oder? Was? Was ist los? Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Besten Dank. Das hätte ich jetzt ohne Scheiß nicht gedacht, dass ein Molotow bei einem Bloater reicht. Ich meine, wer würde das schon erwarten, oder? Hey, Kleine. Ja? Ich glaube, wir haben es geschafft. Denkst du? Sind sie alle erledigt? Das waren richtig viele, hä? Eher ungläubig. Ich überprüfe die Brücke. Krass. Hör mal,
Keine Infizierten. Keine Infizierten. Was habe ich gesagt? Boah. Na gut. Lass uns zurückgehen. Und nach unserem Vieh schauen. Das ist ein guter Kennenlernprozess. Ich bin gerade ziemlich überfordert gewesen mit der ganzen Situation. Du hast dich ziemlich gut geschlagen, Kleine. Danke. Ich finde, wir sind ein gutes Team. Wir hatten Glück. Glück? Nein, nein, nein. Das war nicht nur Glück. Nein, weißt du, Kleine, ich glaube, nichts passiert ohne einen Grund. Klar. Im Ernst. Und ich beweise es dir. Also, dieser Winter war besonders hart für uns. Vor ein paar Wochen, da habe ich Männer losgeschickt in die Nähe der Stadt, um Nahrung zu suchen. Nur ein paar kamen zurück. Sie sagten, die anderen wurden ermordet. Von einem verrückten Mann. Und jetzt kommt's. Der verrückte Mann hatte ein Mädchen dabei. Siehst du? Alles, was passiert hat, seinen Grund. Hey. Oha. Bleib ganz ruhig. Du hast keine Schuld. Du bist nur ein Kind. James, runter mit der Waffe. Vergiss es, David. Ich lasse sie auf keinen runter Fall gehen. Mit der Waffe. Jetzt gib ihr die Medizin. Den anderen wird das nicht gefallen. Lass das mal mein Problem sein. Und jetzt geh mir aus dem Weg. Du schaffst das nicht alleine. Ich kann dich beschützen. Nein, danke. Verdammt, das war knapp. Also knapp. Das war schon gefährlich, sag ich mal. Aber ja. Los, weg hier! Komm schon! Es nimmt mich wunder, was mit Joel los ist. Den haben wir auch schon ewig nicht mehr gesehen. Komm mit. Und irgendwie ist diesem Fremden nicht zu trauen. Der ist zwar ganz nett und so, aber irgendwie ist er mir schon fast zu nett, wisst ihr? Wenn jemand zu nett ist, ist es dann auch wieder verdächtig. Joel? Der Typ lebt einfach noch. Das ist krass. Wie er das überlebt hat. Essen gefunden. Keine Ahnung. Aber ich hab das hier. Okay, heb deinen Arm. Oh, sie hat's genäht. Krass. Sag mal los. Tut mir leid. Moment. Das war's. Du schaffst es, Joel. Hartnäckiger Typ. Hartnäckiger Typ. Ich werde versuchen, sie von hier wegzulocken. Ich bin bald zurück.
Crazy, jetzt suchen die uns. Was sollen wir da machen? Ist jetzt die Frage. Lauf. Sind wir sicher, dass sie hier sind? Auf der verdammten Straße sind Pferdespuren. Sie ist hier. Hey, hab sie! Oh, shit. Geht deinen Arsch! Oh. Hey, schieß! Aber David hat gesagt, lauf! Alter. Ja, bevor wir hier in diese Action-Sequenz reingehen, würde ich sagen, das war's mit dieser Folge. Tut mir leid, dass ich ein bisschen, ich sag jetzt mal, gereizt war wegen diesem verfickten Teil hier drüben. Aber es geht schon wieder. Die Folge an für sich war krass. Der Typ hat mir ein bisschen Angst gemacht, wie man sieht, berechtigt. Ich glaube, die Folge ist jetzt auch ein bisschen überzogen, aber das macht ja nichts. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls es euch gefallen hat, wie gesagt, dürft ihr mir gerne einen Daumen nach oben da lassen. Und falls ihr keine weiteren Videos von mir verpassen möchtet, respektive von The Last of Us und anderen Spielen und natürlich auch von mir. Nee, Eigenlob stinkt. Eigenlob stinkt. Ich kann nicht mal mehr. Ich kann nicht richtig reden. Auf jeden Fall wünsche ich euch noch alles Gute und wir sehen uns bald. Macht's gut, haut rein und ciao.